So Leute, wir stehen jetzt hier alleine im Wald von der Weißen Frau in Ebersberg. Es ist stockdunkel. Wir haben 23.55 Uhr und ich habe dezent ein bisschen Schiss. Mein Fahrer auch. Ja, dann schauen wir uns mal die Kapelle an. Ne? So Freunde, es ist wirklich gruselig. Mein Kollege hat gerade eben gesagt, da vorne hätte er irgendwas gesehen. Keine Ahnung, irgend so einen weißen Schatten, der wohl im Wald verschwunden ist. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal da entlang und schauen, ob wir irgendwas da sehen. Da müsste es was auf der Höhe, oder? Ja, genau. Aber da ist nichts. Und da haben wir sie, die Kapelle der Weißen Frau. Zum zweiten Mal besucht. Beim letzten Mal sind ja die Scheinwerfer ausgegangen, überraschend. Ohne dass wir dafür eine Erklärung finden. Mal schauen, was heute passiert, wenn wir wieder am Ort des Geschehens zurückgekommen sind. Freunde der Nacht. Die Kerze brennt. Und jetzt nochmal alle, die wo beim letzten Teil in die Kommentare geschrieben haben, wir hätten die Kerze angemacht, tüber tüber. Nein, haben wir nicht. So, das letzte Mal, wo wir da waren, da war hier drüben noch eine Absperrung, Abdeckung, keine Ahnung was war. Jetzt, wo wir wieder hier sind, sehen wir wieder die Kapelle in ihrem ganzen Schönheit. Das war wieder ein Dorf. Oh Mann, oh cool. Was ist denn das? Kann man noch reingehen oder ist das zugeschlossen? Oh, ich hab Angst. Beim letzten Mal sind wir reingegangen, Freunde. Da ist was los. Ich hab was gehört. Fick dich mal. Ich will ins Auto zurückgehen. Tamam. Ich hab wirklich Angst. Ich hab was. Wir brechen ab an der Stelle, Mann. Wir brechen ab, ich verbiss mich. Mach auf, mach Fenster auf! Mach zu! Oh Mann, ich hab auch die Schritte, gell? Ja, jetzt komm. Wir fahren, ich will fahren, ich hab keine Lust mehr. Nein, wir schauen. Also, wir haben abgeschaut, oder? Ja, ich sperr halt ab. Ich hoffe, dass wir welche Schritte gehört. Ja. Da war was dran. Ich kack mir gleich in die Hose. Oh. Scheiße, Alter, dass du das auch mitbekommst. Also heute ist jedenfalls mehr passiert als wie beim letzten Mal, wo nicht abgesperrt war, oder? Also entweder liegt es daran, dass wir jetzt halt 0.05 Uhr haben oder keine Ahnung. Scheiße, Mann. Wo ist die Tür zu? Die Tür zu? Von der. Ich weiß es nicht. Die haben die Kerze angemacht. Ich bin überfordert, blöde Ernsthaft. Ich wollte das eigentlich einfach nur ein inszeniertes Video reinhauen, aber irgendwie. Ist da wirklich was? Ja, Mann. So Freunde, wir haben uns jetzt gesammelt auf ein zweites Mal. Wir haben uns das echt nochmal genau überlegt, ob wir unseren Arsch jetzt hierher bewegen, aber alle guten Dinge sind drei. Ist jetzt offen oder immer noch zu? Wer hat dann den Schlüssel? Freunde, es ist immer noch zu. Wir kommen nie rein. Aber ein bisschen randaliert wurde irgendwie. Also irgendwas war drinnen oder irgendjemand. Ich weiß bloß nicht wer, was, wie, wo. Ja. Keine Ahnung, ich habe ein echt komisches Gefühl an diesem Ort, vor allem. Hast du das aufgemacht? Ja genau, vor allem das, was jetzt alles jetzt vorher schon war, also die Schritte und alles hinter der Kapelle, wo man hier gehört hat, dass hier irgendwas schnell gekommen ist. Ich kann es nochmal einblenden, für die, die wo es vorher nicht ganz gecheckt haben, was passiert ist. Deswegen sind wir auch so schnell abgehauen. Und ja, aber was ich euch eigentlich von Anfang an zeigen wollte, ist, dass die Abdeckung hier weg ist. Ich kann es euch nochmal mit Blitz zeigen, ne Freunde? So Freunde, das hier meine ich. Da war ja vor einem Jahr ungefähr noch ein Sichtschutz. Ja, blend doch nicht so. Der ist jetzt nicht mehr da. Dafür sieht man die Kapelle jetzt in ihrem ganz schönen Glanz hier. Das, wo wir davor nicht gefilmt haben, können wir jetzt nochmal hier zeigen. Hier ein schönes Fenster mit Gittern.
Ja, oben das Dach. Genau. Die Kapelle ist aber jetzt leider zu, also wir können kein zweites Mal reingehen, aber ich kann es euch nochmal zeigen. Irgendwas oder irgendjemand hat da drin randaliert. Hier. Runtergeschmissener Blumenstrauß oder sowas. So würde das für mich ausschauen. Keine Ahnung. Hat jemand zugesperrt. So, Freunde, ich hoffe, man kann es erkennen. Seht ihr das da hinten, dieser Punkt da? Genau. Ich weiß nicht, wir sind jetzt wieder tiefer im Wald. Wir haben das bei der Kapelle abgebrochen. Wir haben irgendein Glas gehört, das auf den Boden gefallen ist oder keine Ahnung, irgendwas. Da ist nichts, aber es wird irgendwie heller gefühlt. Schaut es euch an und dann wird es wieder dunkler. Das ist unheimlich. Voila, machen wir das Licht ganz aus? Das ist... leuchtet immer noch, ne? Es leuchtet immer noch, ganz leicht hier noch. Oh, scheiße, Mann, was ist das? Alex? Fuck. So, Freunde, wir fahren jetzt dem Licht hinterher, das, wo ich euch vorher nochmal gezeigt habe. Ist irgendwie jetzt wieder verschwunden. Wir fahren jetzt einfach mal hin. Schauen, ob wir was finden. Wir haben den Videobeweis, irgendwas stimmt im Ebersberger Forst überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, beim letzten Mal ging es ja eigentlich noch auch mit den Lichtern und so. Aber heute, keine Ahnung. Also wir haben zwei Versuche gebraucht, um zu drehen. Und der zweite Versuch jetzt auch nochmal, wo ich euch die Absperrung zeigen wollte, ist auch schief gelaufen. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. So, jetzt sagt mein Kollege gerade wieder, wir haben eine Sichtung von einem Licht, keine Ahnung. Ich habe es gerade nicht gesehen, aber wir fahren immer noch in die Richtung seit gefühlt 10 Minuten. Wir fahren tiefer in den Wald rein, tiefer und das Licht ist jetzt erstmal weg, keine Ahnung. Um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen Schiss. So, keine Ahnung, was wir jetzt hier vor uns haben, was passieren könnte, wo das Licht herkam oder... kommt oder was haben wir hier? Keine Ahnung, Mann. So, hier ist auch. Jetzt ist hier kein Licht mehr. Hier, klar. Wäre es ein Auto gewesen, dann nein. Okay, es ist echt gruselig. Vor allem vorher, wo wir jetzt nicht ganz aufgenommen haben, hat es auch noch die Farben verändert. In rot-gelb, glaube ich, war es, oder? Und dann so weißlich. Also relativ. Keine Ahnung. Komisch. Auf jeden Fall. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich breche jetzt hier ab. Mir ist das irgendwie zu heikel hier alles in dem Wald. Also hier passieren Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Irgendwelche Flaschengeräusche, irgend so ein komisches Schnaufen haben wir vorher beide gehört. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mir ist das hier alles ein bisschen zu heiß gerade. Also wir haben zwei Versuche gehabt, das alles abzufilmen. Alles beides schief gegangen. I'm sorry. Die letzten beiden Videos findet ihr hier und hier. Euer Alex, passt auf euch auf und macht's gut. Haut rein.